16.08 Uhr. Nächster Tag wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Wir waren ja mit der Nacht dort. Don't let her get away, but don't get spotted. Juhu. I'll bring up the car behind you. Da bin ich immer so gut drin in Verfolgungen. Ach, zu Fuß auch noch. Ist ja interessant. Ach du Scheiße. Wenn ich inkognito bin, werde ich nicht entdeckt. Aha. Na, das kann ja witzig werden. So, leg mal weg die Zeitung. Das wird bestimmt lustig. Ich bleib mal hier hinter der Mauer. Nutzen wir alles an sichtversperrenden Möglichkeiten, was wir haben. So, ich hoffe mal, sie sieht die Füße nicht unten. Ich bleibe einfach mal hier. Und weiter zum nächsten Wagen. Schön in Deckung bleiben. Ja, hoppel vor wie so ein kleines Kaninchen, genau. Was geht denn jetzt los? Bleib mal, wo du bist, Alte. Was willst denn du jetzt? Ja, genau, verzieh dich. Verzieh dich, du Stück. So, gehen wir noch mal ganz gemütlich hier am Zaun entlang und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Was? Oh nee, ich muss auch nach Schuhputzständen soll ich suchen. Wollt ihr mich verarschen? Ach du Schande. Ja, sie läuft mir gerade weg. Der bringt mir irgendwie gar nichts, der Schuhputzstand. Move in. Ja, ja, ich möchte ja gerade. Ich kann bloß gerade nicht. So. Ich hoffe, der bleibt noch gerade hier stehen für einen Moment. Oh, jetzt fährt er weg. Okay. Aber ich kann das Haus nutzen. Gut, gut, gut. Alles klar. So, wunderbar. Wir sind wieder dran. So, ich würde sagen, ich gehe mal hier vor zu der Bank. Die ich nicht nutzen kann, das ist ja ein Traum. Ich dachte, die Bank kann ich benutzen, um in Deckung zu gehen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen gerade hier, von der Position her. Was willst du machen? Oh, shit, shit, shit. Ja, ich muss ja erstmal irgendwie... Schande. So, wenn sie da drüben verschwindet, okay. Dann kommen wir wieder näher ran. Gut, wir sind wieder dran. Ja, ich weiß, es ist komisch, wenn hier irgendjemand steht, ne? So, lass mal weitergehen. Ah! Oh Gott. Das war aber knapp. Ich bleib mal lieber hier. Okay, sie verschwindet in der Gasse. Interessant. So, lass mal vorgehen bis zu dem Zaun schon mal. Oh Mann, ich bin echt kein Fan von solchen Verfolgungen. Das Problem ist, wenn man das Timing nicht erwischt, wann man vorgehen muss zur nächsten Deckung, dann hat man ein Problem. Okay. Ist sie da, ja? Hat sie ihr Ziel erreicht? Sehr schön. Klappe. Lauf, 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 lauf. So. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Kann das sein? Ben, can't risk losing the trail. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Was war das denn? Okay, ich bleibe einfach hier stehen. Gut. Wow. Da dreht sie sich nochmal um, okay.
Komm schon. Du musst doch endlich mal da sein, oder? Und weiter. Falsche Seite. Oh, die nimmt aber auch jede kleine Ritze, die sie kriegen kann, zum Durchlaufen, ne? Ach, Mann. So. Wie sieht's aus? Na, jetzt möchte ich ja erstmal hier am Ende der Gasse stehen bleiben, bis die sich dafür entschieden hat, wieder rauszugehen. Denn mit Deckung sieht's hier ein bisschen schlecht aus. Okay. Weiter geht's. Wo ist Roy jetzt gleich nochmal hin? Das muss mir irgendwie entgangen sein. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ernsthaft, du bist auch da? Wozu habe ich die verfolgt? Yes. Surprise, surprise. Warum genau sind wir jetzt nochmal eingestiegen? Buchmacherbüro, 17.03 Uhr. Welche Tür darf es sein? Die hier? Nein. Ich lasse einfach mal... Ach, nebenan, okay. Ich wollte gerade sagen, ich lasse Roy vorgehen, aber jetzt habe ich es doch gesehen. Hier dürfen wir rein. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond-Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. So, dann schauen wir uns mal kurz den Zettel an. Eigentlich wäre es günstiger, wenn jemand sie verfolgen würde. So, das Spielchen kennen wir ja schon. Das hatten wir schon mal in dem Fall. X-Miner Drugstore. Kann ich doch jetzt schon lesen. So, magst du vielleicht die Ecke hier unten, hinten noch mit richtig machen? Nee, ne? Ah, okay, es geht noch unten weiter. Eine Adresse, eine ganze. So. Ivar Ave. Okay. Und hier haben wir noch Hollywood wahrscheinlich stehen, dann einfach. Na, aber natürlich. We know where she's headed. Let's get moving. Gut, haben wir doch Glück gehabt. Notizblock, Notizblock des Buchmachers ist jetzt auch als Beweis mit da. So, ich nehme mal an, nach hinten raus müssen wir wahrscheinlich gar nicht, oder? Weil sie ja sowieso weg sein wird. Okay, dann gehe ich auch wieder nach vorne raus. Dann nehmen wir gleich unseren Polizeiwagen. Wir müssen ja jetzt nicht unnötig erst noch nach einem Fahrzeug suchen. So, ist Roy schon wieder eingestiegen? Oder wie sieht's aus? Ja, natürlich. Der faule Hund. Hat sich schon wieder bequem gemacht hier. Na gut, los geht's. Car 11K 11 King. Further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGB Aha. Rays Buchmacherbüro. Na, wo wollen wir denn zuerst vorbeischauen? Ich weiß es nicht, aber Examiner war ja jetzt auch wieder mit dabei. Gehen wir erstmal dorthin, würde ich sagen. Wettladen, Besuch von Candy Edwards. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es besser ist. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf or is she cheating him too? Das ist die Frage. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich könnte mir aber vorstellen, sie ist so vom Charakter her eine, die jeden betrügt. So eine Double Crosserin. Na gut, schauen wir mal. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt richtig ist, erstmal zu diesem Buchmacherladen zu fahren oder ob wir besser gekommen wären, wenn wir jetzt erstmal uns den X-Miner vorgenommen hätten. Das ist halt immer so ein bisschen... Oh, wenn wir hier gleich direkt einen Fall haben um die Ecke, dann gehe ich da natürlich mal hin. Das ist halt so ein bisschen doof immer, finde ich. So, was haben wir denn hier Schönes? LAPD, ma'am.
Are you all right? That camera obscura. Filthy lowlife. What happened? I was standing ready to get off and I heard a click. His camera. That pervert took a picture of my... up my... Which way did he go? There! That's him! Right there! Ah, fuck. Okay. Naja, warum nicht? Der erinnert mich vom Aussehen her. Ja, der erinnert mich vom Aussehen her an den Besitzer des Requisitenladens. Der letzte Fall im. Oh Gott, was war das für ein Dezernat? Verkehrsdezernat, glaube ich, ne? Der sah auch so aus. Oh Gott. Ja, ja, geht ja gleich los. Sei mal nicht so ungeduldig. Was hat denn da gerade so gespratzelt? Oh, du Sackgesicht. Natürlich, Physics, das war total logisch, wie er die Kurve genommen hat. Ja, und die nächste fährt er dann rein, müsste mich denn verarschen. Wo ist er denn lang? Hier? Sieht so aus. Ah, da hinten, okay. Den kriegen wir schon noch. Der entkommt uns nicht. Ja, ich befürchte bloß, durch die Autoverfolgungsjagd werden wir jetzt wieder extrem weit von unserem eigentlichen Fall weggetrieben. So, gut gebremst. So, dann können wir jetzt ganz gemütlich um die Kurve fahren. Das ist ein bisschen nervig. Der könnte mal von sich aus irgendwo dagegen fahren. So, jetzt bleib mal hier, Kollege. Komm schon. Oh, wie auf Schienen. Lässt sich kaum verschieben von seiner Spur. Also die Physik, die Fahrphysik ist bei den Verfolgungsjagden immer ein bisschen merkwürdig von den anderen Autos. Gut, hat sich das erledigt. Schön, dass dann doch noch irgendjemand mal eingegriffen hat. Und wenn es die Straßenbahn ist. You're under arrest for public indecency. Oh Christ. Ich denke mal, die Zerstörung bei der Verfolgungsjagd wird bald größer gewesen sein, oder? So, weg mit dem Sittenpfiffi. Und dann wieder ran an unseren Fall. Wunderbar. 16 von 40, doch so viele. Na gut. Wie weit sind wir denn gerade von unserem nächsten Ziel weg? Oh, das geht ja noch. Ich hatte jetzt irgendwie Schlimmeres erwartet, muss ich zugeben. Na gut. Aber hier Baseball, ein Footballfeld ist ja auch interessant. Ohne Tribünen drumherum. Warum ist denn die Musik eigentlich so Action geladen hier? Weg! What the hell? Ja, ich hab's eilig. Können ja auch mal hier anmachen. Wir haben ja eine Sirene. Damit wir uns alle nicht so auf den Piss gehen und sich verpissen hier. Das war jetzt rhetorisch wieder extrem gewandt. So. Na gut, eigentlich brauchen wir sie ja gar nicht. So viel Verkehr ist dann auch nicht. Buchmacherbüro 17.21 Uhr. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. Schon wieder eine Verfolgung. Oh. Schon wieder eine Verfolgung. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Ja, ja, ja. Ich schau mal, was ich machen kann. So, aber wir dürfen ja nicht so auffällig arbeiten hier, ne? Na gut, bleiben wir mal ein bisschen auf Abstand. Ich finde ja am auffälligsten ist es, wenn ein Auto stehen bleiben würde, einfach auf der Straße, ohne dass jemand vor ihm ist. Aber egal. So. Was willst du eigentlich von mir?
Bist du blöd? Ich fahr doch ganz ordentlich. Dieser Typ. Der nervt ohne Ende. Damon is full of himself. Being this sure he was gonna win. You spooked him. Back in the traffic, Phelps, now. Ja, ja, ich bleib ja schon zurück. Meine Güte. Also die Verfolgungsjagden sind auch nicht so schön gemacht. Also weder die offenen Verfolgungsjagden noch die heimlichen Verfolgungen per Auto. So, ich glaube, jetzt kann ich drüber machen, ohne dass es sie interessiert, oder? Ja. Ach, so ein Spaß. Na komm. Schauen wir mal, wohin das führt. So viel, so verfolgungslastig hier bei der Frau. Ach Mann, jetzt müssen wir auch noch an jeder Kreuzung stehen bleiben. Fährt der Typ eigentlich im Kreis? Der fährt immer nur links rum. Ich meine, dreimal links ist auch einmal rechts, ne? Aber halt die Klappe. That bitch has given me what I'm owed. That's all I know. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass sie uns nicht entwischt hier, wenn sie jetzt gerade so außerhalb der Sicht ist. Gut, alles in Ordnung. So, sind wir denn dann mal da? Oder wie sieht's... Ups, Verzeihung. Oder wie sieht's aus? Ja, sehr gut. Meine Güte, nur weil ich den einen ja mal gerammt habe, das passiert. Als ob sie das noch mitgekriegt hätte. Na komm davon! Oh fuck! Das wollte ich gar nicht! Tut mir leid! Ich bin aus Versehen draufgekommen gerade. Och Mann, ich wollte meine Hand nur irgendwie auf der Tastatur ablegen und nicht auf die normalen Tasten drücken. Och nein, jetzt muss ich nochmal die ganze Verfolgung machen, wirklich? Oh komm! That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Ich habe nur meine Hand von den Tasten runtergenommen, von den WASD-Tasten und bin dabei auszusehen auf das H gekommen für Hupen. Oh, ihr Schweine. Jetzt muss ich nochmal die ganze verdammte Verfolgung machen. Oh, ich hasse euch. Ihr seid so mies. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Ja, deine Kommentare machen es auch nicht besser, Roy. Lass mich mal einfach fahren und quatsch nicht dumm. Das könnte helfen. Ping. Ach Mann, als ob es nicht so schon langweilig genug wäre mit der Verfolgung. How many stops is she gonna make? Auf jeden Fall scheinen wir zumindest das richtige Ziel als erstes gewählt zu haben. Wie es mir scheint. Ja. You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phil. Roy, halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Hammond is full of himself. Being this sure he was gonna win. So, ich hätte gern Galloway wieder als Partner. Wie wär's damit? Das wäre so schön. Ach, mit Galloway waren die Zeiten so gut. Mit dem alten, dicken, rummeligen Bastard. Das war weitaus schöner. Was macht denn die Ampel? Rot, grün, rot. Interessant. Weg! Ja. Ich bin doch weit hinten. Schön ruhig. Ganz ruhig. So. Oh, sie bleibt wieder irgendwo mitten auf der Kreuzung stehen. Okay, aber ich glaube, wir sind schon fast wieder an der Stelle, an der wir vorhin waren. Bevor die Sirene angeworfen wurde. So. Ja, stimmt. Das war hier dahin rechts rum. Da war es, glaube ich. Wo ich sie angemacht habe. Absolutely fireproof. So. Wie sieht's aus? Diesmal lasse ich die Finger auf den WASD-Tasten. Mann, kommt man mal aus, zu sehen auf die Hupe. Wie weit ist es noch? Wahrscheinlich sind es noch ein paar Meter. Ah, wir haben es geschafft, okay. Interstate Busbahnhof. 17.48 Uhr.
Ja, das war jetzt nicht so überraschend, dass sie zum Busbahnhof will, oder? I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Oh nein, ernsthaft? Oh Leute, das nervt ein bisschen. Können wir uns hier hinsetzen? Okay, dann machen wir es so. Ist auch okay. Oh Gott, kommt die wieder zurück? Sir? Oh, shit. Are you a spy? Wer, ich? Nein. Natürlich nicht. This guy's got a screw loose. That's the guy from the papers. Kann ich mich hier hinsetzen irgendwo? Das wäre cool. Well, you don't see that. What the fuck? Oh! Ich glaube, es hat sich nicht ausgezahlt für sie. Call an ambulance. Hammond got away. Just try and sit still, Candy. Make Who shot you? Was it Albert? Carr. They're on the way. Zu spät. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split? He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Wenn ich das Gestammel von ihr richtig verstanden hat, hat sie gesagt, he said he's gonna make me pay. Oder ja, irgendwie so. Das klingt eigentlich nicht danach, als ob er einfach nur eingesammelt hat, sondern eher als ob sie ihn betrügen wollte und er es mitgekriegt hat. So. Irgendeine besondere Waffe? Irgendwas dran festzustellen? Cole? Spiel mal ein bisschen mit hier. Komm, sag mir mal was dazu. Ja, da war doch noch was. Das ist grausam mit diesen... Ich finde es so grausam, immer das Anvisieren und zu schauen, ob da wirklich was ist. 32 Caliber. One shot fired. Ja. Gut. Ist aber auch schön, dass du wieder deine Fingerabdrücke draufgesetzt hast gerade. Egyptian Theater, Hollywood Boulevard. The Egyptian Theater. Warum genau muss ich den Laden jetzt überprüfen, nur weil sie eine Kinokarte einstecken hat? Ich weiß es nicht. So, schauen wir uns mal noch das Opfer an. Achso, brauchen wir gar nicht. The theater, I guess. We don't have much else to go on. Das ist so sinnlos. Wir haben ja sonst keinen Ort, also gehen wir einfach mal zu dem Kino. Okay, mit ihr können wir auch nichts machen. Dann lassen wir sie halt einfach mal hier so liegen, ne? In dieser netten Pose. Gut, gleich zum Fenster raus? Natürlich. So, ist der kürzeste Weg. Wo haben wir denn unseren Wagen? Da hinten. Okay, ich dachte eigentlich, dass wir noch den anderen Laden haben, das andere Buchmacherbüro, aber offenbar dann doch nicht. Weiß nicht, ob wir da dann jetzt auch gar nicht mehr hinzumachen brauchen. Ne, der ist auch schon durchgestrichen. Okay, vielleicht ist der X-Miner auch dasselbe wie Rays Buchmacherbüro. Ich habe keine Ahnung. Es war irgendwie ein bisschen bizarr, die Stelle vorhin. Okay, altes Kino, besucht von Albert Hammond. Schauen wir mal. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wir sind da. Es ist wirklich mal wieder gleich um die Ecke. Gut, von mir aus. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Dieser Typ. Das ist absolut kein Bulle, finde ich. 21.05 Uhr, Egyptian Theater. Wieso steht hier eine Karre offen rum? This seems like a long shot. Aren't they all? Carl 11 King, Carl 11 King, come in. Carl 11 King. Message from the coroner. The car
cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. KGB, son of a bitch. Clear. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money, too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. I'm at a loss. Also doch nicht Hammond. Let's get in there and collect. Na gut, schauen wir es uns mal an. Ich finde es immer noch seltsam, warum wir jetzt hier hingehen. Das ist wieder so extrem konstruiert irgendwie. Naja, was soll's. Why'd you kill her, Carlos? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear, it was either me or you, and I intend to keep on living. Aha. So, von wo kommt denn der Lärm hier? Können wir drüber steigen oder soll es unten sein? Na gut, dann bleiben wir mal unten und gehen gleich hier durch. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost the fight, it wasn't for lack of trying. And it wasn't for lack of courage. I didn't have much. But I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck. And Candy did it to make your dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Ein wunderschöner Dialekt bei Hammond. Ich nehme mal an, er wird vor dem Projektor stehen, deswegen war da auch gerade der Schatten zu sehen. Wie wär's denn damit? We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. You're making a big mistake. Sie geben nie auf. Ernsthaft, ich kann da nicht durchschießen. Ach, da unten sind noch mehr. Das muss mir doch jemand sagen. Das weiß ich doch nicht. Ich bin natürlich auf den Typen da oben. So. Einer steht noch hier oben, wenn ich das richtig sehe, ne? Oh ja. Lass mal den... Willst du dein Hütchen nicht aufheben? Wo ist er denn hier? Oh, hi. Komm raus. So, schießen wir ihm ein bisschen ins Pfötchen rein. Oh, er hat sich verkrochen, na sowas. Na, ist es bequem? Warte, was liegt denn hier für eine Waffe? Oh, schön. Ich bin dabei. Oh, was? Ich dachte, das wäre Roy. Okay. Der war gut, der war gut. Fand ich schön. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Yaskanya sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Na und? Donnelly and the Homicide Squad send their best, Phelps. They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen.
Na gut, dann war's das wohl für den Fall. Hey, das ist das erste Mal, dass wir alle Fragen richtig gemacht haben und wir haben 5 Sterne gekriegt, dass ich das noch erleben darf. 5 Sterne ehrenhaft, auch wenn wir irgendeinen Hinweis nicht gefunden haben, ist mir völlig egal, wir haben 5 Sterne, weil wir 3 von 3 Fragen richtig gemacht haben. Ein Traum. Albert Hammond segelt nach England, nachdem er auf unerklärliche Weise aus dem Polizeigewahrsam entkommen ist. Wunderschön.